Jo, herzlich willkommen bei der nächsten Folge von unserem Let's Play gemeinsam mit Vertex Design. Wir haben heute eine große Arbeit vor uns, weil wir wollen eine Runde häckseln. Matze steht ja schon bereit mit dem fetten Glas. Der ist vom Lohner, der ist nicht uns. Auch die ganzen Häckselwagen, die haben wir uns auch vom Bauern nebenan geborgt. ja. Hier kleben noch schöne Sticker drauf, sehe ich gerade. Hübsch. Genau, wir haben uns quasi alles gemietet, außer unsere Trecker. Und müssen wir mal in der Zukunft gucken, ob sich das rentiert. Das war halt trotz Miete ganz schön teuer. Ich glaube, über 100.000 sind jetzt schon weg. Und je nachdem, wie lange wir brauchen, wird das ja noch mehr. Aber gut. Auf jeden Fall, während hier die Vorbereitungen laufen. Wir gucken mal. Es sind heute nämlich relativ viele. Alex und Mirko, die basteln hier noch ihre Anhänger zusammen. Wollte ich nochmal auf einen Punkt eingehen, und zwar wer mit uns hier spielt. Da habe ich letzte Woche ein paar Namen genannt, aber das war nicht vollständig, das wollte ich heute nachholen. Um euch einen Überblick zu geben. Bei Vertex Design ist der Alex, ich, Mirko, Sebastian, Vincent und der Tobi. Das sind die, die hier theoretisch auch mitspielen können. Heute ist Alex, Mirko und Sebastian da. Und ansonsten unterstützen uns noch aus der Community der Steve, der Robert, der Lukas, der Janis und der Matze eben von Agrarhautna. Nur damit ihr Bescheid wisst und dass sich keiner benachteiligt fühlt. Und dann hoffe ich, dass es auch losgeht. Zuletzt, um die Zeit zu überbrücken, können wir noch mal gucken, was passiert ist. Wir hatten die Ballen letzte Folge geholt und die Sojabohnen wurden in der Zeit geerntet. Jetzt ist hier schon Hafer drauf, wie ich sehe. Seht ihr, das habe ich jetzt erst gesehen. Genau, und heute steht der Mais an auf Feld 48, den werden wir häckseln. Und dann würde ich auch sagen, dass wir loslegen. Mirko steht immer noch am Shop, aber ist egal, wir fahren mal dem Matze hinterher. Wir müssen mal gucken, ob unsere alten Schlepper hier mit dem Gewicht klarkommen. Ansonsten machen wir eben nicht ganz voll. Und, das habe ich auch noch vergessen zu erwähnen, wir wollen die Folgen etwas kurzweiliger machen. Die letzten beiden waren sehr lang. Mal gucken, wie wir das heute hinkriegen. Eigentlich peile ich auch an, nicht unbedingt eine halbe Stunde voll zu machen immer. Vielleicht schaffen wir es mal heute in kürzerer Zeit. Wobei heute natürlich ein geiles Thema ist. Also häckseln macht natürlich eine Menge Spaß. Jetzt sind auch viele Leute auf dem Server, vielleicht nutzen wir das auch mal. Aber mal schauen. Wir fahren jetzt erstmal hinterher. Gucken mal, wo es lang es geht. Genau, wir fahren heute alle mit HW80 übrigens. In unterschiedlicher Lackierung. Aber grundsätzlich hat die jeder dran. Und ich denke, der Häcksler wird doch nicht stoppen müssen. Wir sind relativ gut besetzt. Drei Abfahrer haben wir. Das sollte eigentlich reichen. Wobei, da habe ich mich vielleicht etwas aus dem Fenster gelehnt. Weil ganz um die Ecke ist, das fällt auch nicht. Und Unmengen passen in die Kisten ja auch nicht rein. So, ich muss mal hier noch die Lenkeinstellung anpassen. Mit Controller funktionieren die noch nicht so gut. Aber vielleicht arbeite ich mich auch rein. Wir haben schönsten Herbst. Und der Mais sieht gut aus. So, jetzt haben wir hier einen armen Audi-Fahrer, der nicht weiterkommt. Weil die Jungs sich da vorne nicht auskäsen. Ja, dann muss er mal warten. Gehört dazu. Ja, wofür wir häckseln, kann ich euch noch gar nicht sagen. Also vermutlich, also was heißt vermutlich, wir machen es mehr oder weniger einfach aus Spaß. Weil Silage haben wir eigentlich genug.
Aber wir hauen jetzt einfach mal Silo voll, muss auch mal sein. Und Körnermais braucht man nicht, deswegen häckseln wir doch einfach mal. Wir können jetzt während dem mal hier rumfuchteln. Mirko steht immer noch am Shop, wer weiß, was der macht. Da qualmt noch einer oder so. Und da hinten dachte ich, jetzt kommt Sebastian gefahren. Ach nee, der kommt. Ach, der kommt hinter uns. Nee, doch, der kommt doch von rechts. Ach, von dort. Haha, schick. Schick, schick. Na klar, hup, hup. So, wo geht's denn rein ins Feld? Die müssen doch hier. Ach hier. So. Da wird das heute auch ein ziemlich cooles Video mittendrin. Und, wo wir gerade von Videos sprechen, da kommt demnächst auch was richtig, richtig cooles. Also da kann ich euch schon mal anteasern. Von Krone. Mehr sage ich nicht. Es kommen sogar mehrere Videos von Krone. Eins wird ein schöner Mod, über den sich viele freuen, keine Frage. Aber das andere ist vom Detailgrad nochmal so cool. Da dürft ihr euch freuen. Wann das Video kommt, kann ich euch noch nicht sagen. Das Video... Jetzt wird's verwirrend. Das andere Video, was nicht allzu spektakulär ist, aber trotzdem cool, das sollte sehr zeitnah erscheinen. Vielleicht, da habe ich mich jetzt selbst ausgehebelt, ist es sogar schon gekommen. Aber das, worauf ich mich sehr freue, das kommt auf jeden Fall erst noch. So, was macht denn ihr hier? Hier bleibt eine ganze Menge stehen, Jungs. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob es so klug ist, schon hinterher zu fahren, weil Alex ja dann gar nicht rauskommt. Allerdings weiß ich gerade sowieso nicht, wie Alex hier jemals rauskommen will. Das werden wir sehen. So, wir müssen ja jetzt nicht ewig hinterherfahren. In der Zeit kann ich euch auch mal unser Gespann zeigen. Wir haben also auch die HW80 in der V9 oder in der Version 9. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo da die Unterschiede liegen. Wir können uns das hier mal kurz angucken. Puh, ja, keine Ahnung. Es passt ein bisschen mehr rein. Es ist vorne zu. Oh. Die sind ganz schick auf jeden Fall. Hinter uns wird schon gehupt. Habe ich das richtig gehört? Nee. Alex wartet jetzt scheinbar drüben, bis hier voll ist und dann nimmt er den mit. Ich hoffe, das muss man nicht machen. Tja, vielleicht ist es gar nicht so schlau. Ja, aber wie willst du es anders machen? Ich überlege, ob wir das Vorgewinde anders hätten machen sollen, aber... Ich wüsste gerade gar nicht, wie. Naja, wir werden es sehen, wie das hinhaut. Wenn wir ein bisschen im Flow sind, gibt es dann auch die kurze Aufnahme. Und dann halten wir die Folge auch etwas kurz, wobei es natürlich schon cool ist. Wenn nicht gerade der HW80 am Häcksler hängt. Aber nützt ja nun alles nichts. Ja, wenn der jetzt voll ist, können wir uns vielleicht vorbeidrängeln. Dann macht der Matze unseren ersten HW80 voll und in der Folge kann dann Alex den hier abholen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Es wird nur ziemlich eng hier auf der rechten Seite. Ich weiß auch gar nicht, ob Matze merkt, wenn das Ding voll ist. Es sieht nämlich von hier schon ganz schön voll aus. Ach, jetzt scheint er voll zu sein. Oh, ne, mit dem Busch muss man dann leider blattwalzen, ne. Das nützt ja alles nichts.
Oha, das ist eng. Matze hat einen Häcksler abgewürgt, ist auch okay. So, aber er pumpt bei uns rein, wir haben vorbeigepasst. Und jetzt schauen wir mal, wo er langfährt. Will er jetzt schon zurückfahren? Nee, okay. Da bedanke ich mich, das wäre eklig geworden. Sehr schön, dann sind wir an der Reihe. Wir fahren übrigens 7 km/h. Jetzt haben wir ihn ganz schön in Bedrängnis gebracht. So, dann sehen wir mal zu, dass es jetzt schöner wird. Sehr schön, sehr, sehr schön. Träumchen. So stelle ich mir das vor. Hallöchen, du lässt dir was stehen, mein Freund. Das bezahlst du selbst aus der Kasse. Und der Ertrag ist recht heftig, da bin ich jedes Mal überrascht beim Wechseln. Wie schnell das hier reingewamst wird. So, ich war vorher nochmal tanken übrigens. Beste Vorbereitung also. Und so geht's jetzt dahin. Den Mirko sehen wir im Rückspiegel. Ach, was gibt's Schöneres, ne? Wenn es jetzt noch schön nach Maisernte riechen würde, dann wäre ja alles perfekt. Aber die habe ich dieses Jahr leider verpasst. Da gibt's kein frisches Video. Naja, nächstes Jahr wieder, ne? Nächstes Jahr. So, was macht er jetzt? Wir warten, wir schauen zu. Okay. Ich habe, weil ich gerade mit dem Tempomat rumgespielt habe, letzte Folge gesehen, dass es öfter mal ohne Tempomat gefahren werden soll. Da weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Also ja, ich kann es jetzt mal probieren, wenn ich eh schon dabei bin. Aber ob das so angenehm ist, das wird sich zeigen. Aber wir probieren es jetzt mal. So, Matze, wo hängt's? Stehe ich im Weg? Oder? Nee. Es läuft. So. Ja, der Klaas ist auch schon ein schönes Teil. Während wir hier fahren, können wir mal gucken. Ja, Alex. Ich gucke gerade Alex auf der Map hier zu. Ich bin mir nicht sicher, was der macht. Ob der immer noch damit beschäftigt ist, den Hänger anzukoppeln. Oder ob er schon wieder da ist. Müssen wir gleich mal gucken, wenn wir vorbeifahren. Aber auf jeden Fall, obwohl das Feld eigentlich recht groß ist, geht es schneller als gedacht. Dadurch, dass der Häcksler nicht stehen wird, außer jetzt Alex hängt etwas hinterher. Aber ich glaube, wenn wir im Flow sind, wird der Häcksler nicht groß stehen. Dadurch scheint es sehr schnell zu gehen. Da weiß ich nicht mal, wie viel Fuhren ich als Abfahrer fahren werde. Also klar ist, wir haben hier vorne noch einen großen Teil vom Feld. Das darf man nicht vergessen. Aktuell fahren wir den oberen Teil. Aber ich denke trotzdem, dass das nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Fast ein bisschen schade. Aber für die Folge natürlich gut. Dann geht's schon rein technisch gesehen nicht zu lange. So. Hier rechts stand doch eben noch Alex. Der scheint jetzt aber doch schon weg zu sein. Da hinten haben wir Mirko, der fährt hier fleißig mit die Runden. Wir haben ein bisschen Mais.
So, jetzt fehlt mir wieder so ein bisschen die dreidimensionale Entfernung, weil ich nicht ganz weiß. Ja, doch, passt aber. Ob der Matze jetzt zu weit nach hinten häckseln muss oder ob es noch so passt. Aber es passt. Vorwärts kommen wir auch noch. Wenn am Ende dann 40 Tonnen oder 40.000 Liter drin sind, bin ich mal gespannt, wie die Kiste noch geht. Fahren wir einfach schön vorsichtig und dann wird das auch laufen. So, jetzt ist die Frage, ob Matze noch eine Bahn vor Gewende will oder nicht. Scheinbar nicht. Dann geht's jetzt also nur noch die Bahnen lang. So. Hin und wieder bleibt was stehen, das gehört dazu. Jetzt bin ich ein bisschen schnell. Oh, ein bisschen sehr schnell sogar. Dann bin ich. Wir können uns das Feld auch nochmal auf der Map angucken. Ja, gut, vorne ist schon noch ein größeres Teil als hinten. Aber zwei was auf einmal machen, das sollte ich nicht. Da habe ich schon wieder verpasst, gute Position zu finden. Ich würde jetzt die Warnleuchte anmachen, aber ich habe keine, weil nach der Bahn würde ich dann auch schon losfahren. Da muss ich die nächste nicht sinnlos anfangen. Falls wir die nächste überhaupt, oder falls wir die überhaupt zu Ende bringen, aber ich glaube schon. Ja, die bringen wir zu Ende. Dann sage ich mal tschüss und wir fahren ab. Jetzt hat Mirko fährt die ganze Zeit fleißig hinter uns und jetzt hat er seinen Einsatz verpasst. Kann das sein? Ja, so sieht's aus. Schlawiner. So, aber wir konzentrieren uns mal auf uns. Ich bringe das jetzt noch weg. Wir fahren dann auch wieder zum Feld. Und dann... Wobei, ich kann mal schauen, wie lange wir schon aufnehmen. Auch schon wieder 20 Minuten. Dann machen wir es anders, dann bringe ich das jetzt noch weg. Und dann kommt erstmal der Einspieler und wir beobachten mal, wie das hier so weitergeht. Und dann schauen wir am Ende mal, wie weit wir sind und wie lang die Folge geht. Und ja, aber jetzt fahren wir erstmal zurück zum Hof und laden das ganze Zeug ab. Vielleicht kommt... Ach, also diese Lenkung, die muss ich noch einstellen. Das werde ich in der ruhigen Minute dann mal tun. Aber jetzt die Fahrt werden wir noch schaffen. Und vielleicht kommt uns der Alex entgegen. Ansonsten, ich habe euch ja schon angeteasert, was so kommen wird. Wenn ihr noch Fragen habt, ich sage das jede Folge, aber bisher kamen nicht so viele, könnt ihr die Fragen gerne stellen, egal ob zu uns, zu irgendwelchen Themen oder sonst was. Und eine Frage kam aber doch, und zwar nach einem Mod, den wir hier auf dem Server haben. Dazu wollte ich noch sagen, es wird von uns eine Modliste geben demnächst. Also die werde ich mal anfertigen. So, ich habe mich hier schon reingedrängelt. Ja, das sind, aber das sage ich jetzt schon, da sind Mods dabei, die eventuell nicht zum Download stehen. Das hängt dann einfach damit zusammen. Was macht Alex? Kleine Kaffeepause hier. Müssen wir auf den Bordstein ausweichen. Oh. Ja, wenn Mods auf dieser Modliste nicht draufstehen, dann wird es daran liegen, dass die nicht zum Download erhältlich sind. Das kann an mehreren Sachen liegen. Also das werde ich, wenn die Modliste da ist, werde ich das auch nochmal ausführlicher erklären. Aber es liegt in kurz gefasst einfach daran, dass wir als Mod-Team bei Vertex eben auch nochmal ein paar Mods umbauen, so wie wir das denken.
Und weil wir ja selbst wollen, dass Mod-Rechte eingehalten werden, wollen wir das halt bei den anderen auch. Und dementsprechend, wenn wir Mods umbauen, dann halt nur für uns privat. Und dann können wir die einfach nicht zum Download bringen. Aber wie gesagt, das sage ich später nochmal im Detail. Jetzt muss ich mal gucken, auf welcher Seite wir abkippen. Fahr ruhig etwas tiefer rein. Okay, dann fahren wir ein bisschen tiefer rein. Ich glaube, die Abkippseite ist sowieso festgelegt. Da oben, jetzt hat es ein bisschen gesponnen. So, wir fangen mal mit den vorderen an. Jawohl, das sieht gut aus. Und den zweiten nehmen wir jetzt mit, den habe ich jetzt auch geöffnet. Damit der Sebastian auch gut was zum Schieben hat. So. Fahren wir mal langsam raus, solange der noch zuklappt. Jawohl. Jetzt werden wir mal einen Blick reinwerfen. Ja, sieht doch ganz gut aus. Wenn das jetzt noch verdichtet wird, dann klappt das doch. In dem Silo stehen unsere Silageballen. Und in diesem Zuge würde ich sagen, ich nehme mal ein paar Szenen auf und wir sehen uns dann gleich wieder. Mal gucken wann. Vielleicht ist Fett schon fertig, vielleicht nicht. Je nachdem, was die Zeit so sagt. Bis gleich und viel Spaß. So, da sind wir wieder und wir sehen Alex, der kurz an die Tür musste, weil es geklingelt hat. Nicht voll, nicht leer, so steht er da. Naja, nee, ist ganz cool gelaufen. Ja, die Szenen ja gesehen. Fetzt schon, also abfahren ist schon echt eine coole Sache. Ich glaube, Mats hat auch Spaß in seinem Hightech-Class und das Feld ist... Aber es neigt sich dem Ende entgegen. Wenn wir gleich die Feldbahn wechseln, dann werdet ihr das auch sehen. Den hinteren Teil vom Feld haben wir fertig. Und den vorderen, das sind jetzt nur noch zwei, drei Bahnen. Das ganze stehengelassene Zeug, das kann sich der Matze dann im Let's Play angucken und feststellen, das geht besser. Nee, aber mal Spaß beiseite, es lief echt gut. Als wir dann im Flow waren, musste der Häcksler tatsächlich nicht stehen. Der musste dann nur stehen, als ich die Szene aufgenommen habe. Aber sonst klappt das ganz gut mit den drei Abfahrern. Zuletzt ist jetzt noch der Steve gejoint. Ich weiß gar nicht, was der jetzt macht.
Aber dann wären wir sogar 4 Abfahrer gewesen. Das wäre dann sogar einer zu viel gewesen. Also wir haben wirklich keine Probleme gehabt, dass hier der Häcksler irgendwelche Pausen gehabt hätte. Und das Feld ruckizucki weg geerntet. Also das geht echt gut. Falls wir nochmal so eine Aktion starten, also werden wir definitiv, die Frage ist nur wann, dann ist da sogar ein größeres Feld drin, denke ich. Weil, und das ist das Letzte, was wir uns dann heute angucken, im Silo sieht es noch etwas mager aus, sag ich mal so. Also der Ertrag ist zwar hoch, wir haben ja natürlich alles gemacht, gedüngt, die höchste Düngestufe erreicht, Pflügen war meines Wissens auch nicht notwendig, also wir haben ja schon den höchsten Ertrag rausgeholt, aber es ist einfach dann doch ein zu kleines Feld für die riesen Silos, die es gibt. Also auf dem Hof, das ist ja wirklich ein XXL-Silo. Naja, wir gucken uns das gleich mal an. Bis dahin können wir ja noch die Aussicht genießen. Wir fahren mal jetzt zügig zum Hof und dann zeige ich euch noch das etwas leere Silo. Und wenn wir auf den Kontostand gucken, vor uns waren wir 40.000. Jetzt sind es nur noch 30.000 und vorher hatten wir, ich meine, so um die 160.000. Also das ist schon echt eine teure Aktion hier gewesen. Aber muss auch mal sein und es hat Spaß gemacht. Und dann ist das doch das Mindeste, dass man auch ein bisschen Geld investieren kann. So, und jetzt sind wir auf dem Hof. Ich zeige euch jetzt das etwas leere Silo und wenn ich gerade den Steve gesehen habe, dann glaube ich, die 30.000 Euro kommen daher, dass Steve sich auch noch 2 Hänger gemietet hat. Also das hat jetzt gar nichts mit der Zeit zu tun. Aber teuer ist trotzdem. Und jetzt schauen wir mal, wo Sebastian rumcruist. Der verdichtet hier fleißig. Fahren wir einfach mal drauf, würde ich sagen, oder? Was sagt der Sebastian? Ja, er lässt uns drauf. Dann fahren wir auch drauf. Machen wir ein Tempomat ein bisschen runter. Fahren wir mal hier mit 3 drüber. Wählen den vorderen Hänger aus. Laden da schön ab. Und vielleicht fahren wir ein bisschen schneller und den hinteren laden auch ab. Ja, ich glaube, das hat ganz gut gepasst. Das gucken wir uns auch gleich nochmal zu Fuß an, wie viel wir hier drin haben. Und dann beenden wir die Folge auch aufräumen. Das lasse ich heute mal raus. So, wir gucken mal rein. Und da stellen wir fest, es passt schon noch ordentlich was rein. Also wir haben jetzt 230.000 Liter drin. Sebastian verdichtet hier fröhlich. Es ist aber schon noch die Hälfte leer. Also schon alleine von der Fläche die Hälfte. Und dann ist ja nach oben hin noch eine Menge Luft. Also da passt schon ordentlich mehr rein. Wie sieht es in Zukunft aus? Das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben nämlich die 48, jetzt war die Maus kurz weg, die 48 haben wir jetzt fertig gemacht und wie ihr seht, an der 43 ist gut Action. Die haben wir, ich glaube heute sogar, also richtig frisch dazu gekauft. Hier stand auch schon Mais drauf, das wird jetzt auch noch geerntet, dann wird das Silo vielleicht auch noch ein bisschen voller. Aber das soll es für heute gewesen sein. Nächstes Mal kann ich euch auch verraten, wie viel im Silo war. Wenn ich mir die Fläche so angucke, schafft man vielleicht, ich schätze mal, ja, 500.000 bis 600.000 Liter haben wir dann drin. Für das, was wir verbrauchen, ist das verdammt viel. Also da haben wir dann ordentlich Luft. Aber was das viel Wichtigere ist, wir haben jetzt ein extra Feld. Da ist also auch ein bisschen mehr Action geboten. Und die nächste Ernte wird dann natürlich mit dem kleinen
Class Dominator 208. Ja, spaßig, sage ich mal. Also wir haben ja im vorletzten Let's Play die 1 mit Raps geerntet. Das zieht sich. Und wenn wir jetzt immer mehr Felder haben, schauen wir mal, wie wir das machen. Auf jeden Fall tut sich was. Ich hoffe, das Häckseln hat Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wie immer, wenn ihr Feedback habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Wünsche habt, soll es länger gehen, soll es kürzer gehen. Ja, und wir schauen, was wir umsetzen können. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns demnächst. Macht's gut!